Sind wir heute auf urbayerischem Gebiet, aber dieses urbayerische Gebiet hat einmal schon zum Salzburger Bistum gehört, weil es auf die Pfarrei Maria Himmelfahrt, zur Kuratie Maria Himmelfahrt Asten. Und wir sind auch am äußersten Eck von unserem Pfarrverband. Da dahinter, wenn es da ausschaut, da fängt schon die Diözese Passau an. Ich traue mir gar nicht zu weit rübergehen, nicht dass ich dann in der anderen Diözese stehe. Aber das haben wir ja in Marienberg und in Reitenhauslach gesehen, dass die ganz nett zu uns sind. Und jetzt bedanke ich mich bei der Familie Remmelberger in Reit, die haben sich von sich aus uns eingeladen, dass wir mal von hier aus einen Abendimpuls machen. Und da hat sich gerade herausgestellt, dass das ja geschichtlich ganz interessant ist, wo ihr lebt und dass das schon ja, seit Ewigkeiten eigentlich hier der Hof besteht. Ihr seid selber von der Geschichte eures Hofs. Ja, unser Hof Reit bei Wechselberg heißt es. Das ist praktisch ein typischer Rodehof. Und der ist 1180, ist er vom Kloster Reitenhauslach von den Zisterzienser eingetauscht worden gegen Ramsdorf bei Kai. Und seit 1180 hat dann der Hof bis zur Säkularisation hat der zum Kloster Reitenhauslach gehört, zu den Zisterzienser. Und wir haben aber immer auf Asten Tipperling Pfarrei gehört, obwohl der Hof in die Reitenhauslach gehört hat. Und bei uns war die Mautstation. 1746 war bei uns am Hof die Mautstation zwischen Bayern und Salzburg. Die ist erst danach auf Plattenberg verlegt worden. Da ist dann das Mauthaus gebaut worden. Und wir haben eigentlich immer über die Grenze mehr oder weniger auf Dittmoning, auf Asten, eine Kirche gehen müssen. Dörfer, kann man auch sagen. Und jetzt hat ja praktisch die Gemeinde Dorfen, die wo bis 1970 bestanden ist, die hat 4 Pfarrsprengel gehabt. Wir haben auf Asten Tippmoning gehört, die Nachbarn haben auf Reitenhauslach Marienberg gehört, die anderen Nachbarn haben auf Burgkirchen gehört und die drüben haben auf Holzburg gehört. Oder gehören da heute noch dahin. Und, aber wir, auch die Schule haben wir immer in die Dinge gegangen. Wir haben in Asten eine Schule gegangen. Und dann haben wir 1970 nach Burgkirchen eingemeindet worden. Seitdem kommen wir Gemeinde auf Burgkirchen, aber Pfarrei haben wir weiterhin Asten Tippmoning. Also wir sind auch in einem anderen Landkreis, wir sind im Landkreis Altötting und das ist schon ziemlich einmalig in unserer Diözese, dass eine Pfarrei zu zwei verschiedenen Landkreisen gehört. Das ist, und, aber ihr gehört schon immer da dazu und daher kennen wir es nicht anders. Und ich muss nur sagen, als kleiner Bub, hat dann zweimal Kommunion gehabt. Einmal habe ich es in Burgkirchen gehabt und einmal in Asten. Weil in Asten sonst gerade 3 Leute gewesen waren, dann haben 3 Burgkirchen noch dazugekommen. Aber ich weiß nicht, ob es was geholfen hat, aber ich hoffe es. Ich hoffe es auch. Gut, dann wollen wir hier gleich mal beten. Und wollen wir den Herrn bitten, dass er bei uns ist. Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht, hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch heute an diesem Abend und in dieser Nacht, der gute und der treue Gott. Es segne euch Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Pfiat euch Gott. Bis morgen.